Ich möchte heute was erzählen zum Thema Älterwerden im Beruf, Pflege in Klammern. Wir haben ja gehört, es sind auch viele Mitarbeiter, Vertreter aus der Kita dabei. Von daher, das passt da auch dazu. Ich bin Lisa Bein, weil jetzt so viele Neue dabei sind, sage ich noch mal kurz was zu mir. Ich bin Aufsichtsperson bei der BGW und im Präventionsdienst tätig. Und auch regelmäßig hier beim Kaffeetalk dann auch als Ansprechpartner für die Prävention und Präventionsfragen da. Genau, demografischer Wandel haben wir jetzt im Vorgespräch auch schon häufig gehört. Ich finde, wenn man jetzt über Älterwerden spricht, ist es nochmal ganz schön, wenn man die Grafiken sich auch angucken kann. Also wir haben hier Grafiken, wie sich so das Alter entwickelt, der Männer und Frauen. Männer sind gelb, Frauen sind orange und wir haben das Jahr 2011, 2035 und dann sehe ich jetzt das Jahr nicht mehr, weil sie da drüber, 2075, genau. Und man sieht deutlich jetzt auch im Vergleich zu 2011, zu 2035, dass sich einfach das Alter deutlich nach oben verschiebt. Jetzt 2011 haben wir noch viele oder den größten Bauch bei 40 bis 60 und dann wird es bei 60 bis 80 liegen. 2075 gleicht sich das dann auch wieder an. Aber der Trend ist eben derzeit der, dass wir einfach mehr Pflegebedürftige bekommen und weniger Personen haben, die einfach im Erwerbsleben sind. Und das sieht man jetzt auch auf der nächsten Grafik. Hier wird nochmal gezeigt auch, der Anteil der Pflegebedürftigen, da gibt es verschiedene Szenarien, wie man es berechnet, aber das Ergebnis ist immer, der Anteil der Pflegebedürftigen wird steigen bis 2050 kontinuierlich und somit eben auch der Bedarf an Pflegepersonal. Genau, und ich habe ja schon gesagt, der Anteil an Personen, die in der Pflege arbeiten können oder eben auch, gilt ja auch für die Kita, der wird einfach geringer. Und deshalb muss man sich eben Gedanken machen, wie kann man die Arbeitskraft von den Personen, die einfach am Arbeiten sind, gut erhalten? Wie kann man sich dafür sorgen, dass sie einfach dann auch gut und gesund ihr Berufsleben arbeiten können, weil es einfach eine ganz wichtige Ressource ist, das Personal. Genau, und wenn wir uns mit dem Thema Alter beschäftigen, ist auch so ein bisschen die Frage, was sind denn jüngere und was sind ältere Beschäftigte? Und da finde ich so ganz spannend, wenn man sich so mal fragt, was ist denn, ist eine 28-jährige Auszubildende jung? Ist ein 53-jähriger Papst jung? Ist ein 37-jähriger Fußballer alt? Oder ist eine 63-jährige Bundespräsidentin alt? Das heißt, daran merkt man ja so ein bisschen auch, wie relativ das alles ist. Alter, in manchen Bereichen würde man jetzt sagen, ja, da ist jemand schon, gehört schon zu den Älteren. In anderen Bereichen würde man sagen, oh, das ist aber dann jemand Jüngeres. Das heißt, wir haben eben in jedem Alter auch spezifische Kompetenzen, die wir nutzen können. Und das zeigt auch die nächste Grafik. Da sieht man so die Leistungsvoraussetzungen im Altersverlauf. Und da gibt es Leistungen, die einfach mit dem Alter zunehmen, welche die gleich bleiben und die abnehmen und worüber man sich einfach bewusst werden muss, auch wenn man eben im Unternehmen auch sich mit dem Thema ältere Beschäftigte befasst. Genau, zunehmend sind einmal das Expertenwissen, die Urteilsfähigkeit, Zuverlässigkeit, Besonnenheit, Qualitätsbewusstsein, Kooperationsfähigkeit, Konfliktfähigkeit, Pflicht- und Verantwortungsbewusstsein, positive Arbeitseinstellung, Ausgeglichenheit, aber eben auch die Angst vor Veränderungen. Gleichbleibend sind die Leistungs- und Zielorientierung, das Systemdenken, Kreativität, Entscheidungsfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, psychisches Durchhaltevermögen, Konzentrationsfähigkeit und abnehmen tun die körperliche Leistungsfähigkeit, die geistige Beweglichkeit, Geschwindigkeit der Informationsaufnahme und Verarbeitung, das Kurzzeitgedächtnis, Risikobereitschaft, Aufstiegsorientierung und die Lern- und Weiterbildungsbereitschaft. Das heißt, wir haben durchaus eben viele Kompetenzen, die für einen Betrieb sehr wertvoll sind, wenn wir eben ältere Mitarbeiter auch beschäftigen. Genau, aber eben auch Defizite, die man eben irgendwie kompensieren, auffangen muss. Und hier sieht man da auch nochmal, so wurde befragt, Arbeitsbelastungen. Und da sieht man eben auch ganz schön,
Arbeitsbelastung bei jüngeren Mitarbeitern, das sind die dunkelblauen Balken, bei älteren sind die hellblauen Balken. Also wir haben eben nicht nur Arbeitsbelastung bei den Älteren, sondern die Jüngeren haben eben ihre eigenen Arbeitsbelastungen auch. Also es ist eigentlich, dann hält sich ganz gut die Waage. Sie sind halt unterschiedlich. Die Jüngeren haben so kämpfen dann mit der Vereinbarkeit Familie, Beruf oder Entwicklungsmöglichkeiten. Die Jüngeren belastet auch der Umgang mit Leid, Sterben, Tod und Konflikte mit Patientenangehörigen mehr als die erfahrenen älteren Kollegen. Und bei den älteren Kollegen sind es dann aber die körperlich belastenden Arbeitsbedingungen, Nacht- und Schichtarbeit auch, Wechsel zwischen Dienstzeiten oder auch mangelnde Möglichkeit für Tätigkeitsbelastungswechsel oder Anforderungen an die Einsatzflexibilität, die da eben so jetzt die größten Belastungen ausmachen. Genau, wenn wir uns jetzt dann mit dem Thema ältere Beschäftigte auch beschäftigen oder auch eben Altersstruktur im Unternehmen, dann ist es wichtig, sich die Fragen zu stellen, wie und wodurch sind besonders die älteren oder älter werdenden Mitarbeiter belastet? Wie gut ist der Betrieb mit dem Personal für die nahe und mittlere Zukunft gerüstet? Und wie tragfähig und dauerhaft leistungsfähig ist jeder einzelne Mitarbeiter, sind die Teams und die gesamte Belegschaft? Na, und über diese Fragen kommt man dann, kann man dann eben, wenn man das ein bisschen analysiert hat, die Ist-Situation auch Maßnahmen ableiten. Und da ist es so, dass die BGW von 5 Handlungsfeldern auch ausgeht, in denen man agieren kann. Das ist einmal Personalführung und Rekrutierung, die Arbeitsorganisation und Gestaltung, Qualifikation und Kompetenzentwicklung, Führung und Unternehmenskultur und der Arbeits- und Gesundheitsschutz. Und das sind jeweils Aspekte, wo man einmal an der Entwicklung der Person ansetzt, also persönliche Entwicklung, aber eben auch ganz wichtig die Organisationsentwicklung, weil es gibt eben hier auch eine Studie, wo Sie sehen, dass so eine Kombination einfach den größten Effekt hat. Also hier wird abgebildet die Entwicklung der Arbeitsfähigkeit bei unterschiedlichen Präventionsansatzpunkten. Die graue Linie wäre keine Maßnahme. Dann die gelbe, ockerfarbene Linie ist, wenn man nur eben die Person entwickelt. Und den größten Effekt haben wir einfach bei einer Kombination, also individuelle Gesundheitsförderung, ergonomische Maßnahmen und eben auch das Führungsverhalten mit berücksichtigt. Na, ich will jetzt noch mal kurz auf diese einzelnen 5 Aspekte eingehen, wo man eben ansetzen kann. Das ist der erste Aspekt war ja Personalführung und Rekrutierung. Das heißt, dass man bei Stellenausschreibungen die Altersstruktur berücksichtigt. Wir haben ja eben auch gesehen, dass eben ältere Mitarbeiter und jüngere Mitarbeiter ihre eigenen Kompetenzen haben und die eben auch sehr wertvoll ist. Das heißt, es ist eben sehr gut, wenn man eben eine gut gemischte Altersstruktur hat. Das heißt, es müsste eben eine Altersstrukturanalyse auch gemacht werden, dass man eben da die Altersstruktur berücksichtigen kann und gezielt bestimmte Altersgruppen anwerben kann. Dann ist ein Tipp, auch Pflegekräfte selber auszubilden oder mit Pflegeschulen zu kooperieren, Praktika anzubieten, die Attraktivität des Unternehmens stärken, Öffentlichkeitsarbeit durch Imagepflege aufbauen, den Wiedereinstieg ins Berufsleben durch Einarbeitungskonzepte fördern und die Attraktivität der Arbeitsplätze steigern. Wahrscheinlich hört sich das für Sie jetzt so einfach gesagt an, ne? Also Sie sind wahrscheinlich froh um jeden, den Sie überhaupt kriegen, egal welche Altersstruktur es hat. Aber genau, das wäre jetzt die Theorie, wenn man eben unendlich viel Personal auch zur Verfügung hätte. Ja. Genau, dann Arbeitsorganisation und Arbeitsgestaltung. Was können wir tun? Einmal die Arbeitsorganisation zu optimieren, da wo es geht. Und hier ist es eben ganz wichtig, auch das Feedback der Mitarbeiter einzubeziehen. Das kann zum Beispiel sein im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung der psychischen Belastung oder eben in so Mitarbeiterrunden. Also die BGW hat da jetzt zum Beispiel für die Gefährdungsbeurteilung der psychischen Belastung auch ASITAS, die sie anbietet. Das sind so Mitarbeitergesprächsgruppen, wo man einfach guckt, wo kann man eben ansetzen, um die Arbeitsorganisation noch zu optimieren. Und es müssen jetzt keine großen
Veränderungen sein. Manchmal sind es eben auch kleine, wo man eben einfach bisherige Arbeitsabläufe in Frage stellt und vielleicht eben auch kleine Optimierungen vornehmen kann. Dann die Arbeit individuell für Mitarbeiter organisieren. Das heißt jetzt nicht, dass ein Wunscharbeitsplatz oder ein Schonarbeitsplatz geschaffen wird, sondern dass man in einem Rahmen von einem Mitarbeitergespräch auch guckt, wo liegen denn die Kompetenzen, wo liegen eben auch Fähigkeiten. Und manchmal ist es ja so, der eine Mitarbeiter mag total Tätigkeit A und der andere Mitarbeiter mag Tätigkeit B am allerliebsten und mag aber A dafür überhaupt nicht. Und dann könnte man ja so ein bisschen austarieren, dass der eine eben mehr A macht und der andere mehr B und beide sind glücklicher. Bei manchen Sachen geht das ja. Genau, dann Sonderaufgaben für ältere Mitarbeiter. Hiermit ist gemeint, dass man eben je älter die Mitarbeiter werden, haben wir ja gesehen, ist vor allen Dingen eben auch die körperliche Belastbarkeit ein Aspekt. Und teilweise gibt es ja Sonderaufgaben, die auch mehr administrative Tätigkeiten beinhalten, wie zum Beispiel Hygienebeauftragter, Sicherheitsbeauftragter. Vielleicht ist es eben eine Möglichkeit, auch solche Sonderaufgaben dann an die ältere Belegschaft zu delegieren, Arbeitszeitmodelle zu nutzen. Damit ist gemeint einmal Arbeitszeitkonten, aber eben auch die Möglichkeit, in Teilzeit zu gehen, was ja nicht nur für die älteren Mitarbeiter eine gute Option wäre, sondern eben auch oft für jüngere Mitarbeiter, die dann eben Familie oder Pflege von Angehörigen haben. Zuverlässige Pausenzeiten. Das ist eben ganz wichtig, Pausen, dass die eingehalten werden können, dass man auch einen schönen Pausenraum hat, einfach, dass eine Pause auch erholsam ist. Und das betriebliche Eingliederungsmanagement, da haben wir auch schon gehört, dass hier viele von Ihnen auch in dem Bereich tätig sind, dass da einfach gute Strukturen geschaffen werden und dass das eben dann auch gut durchgeführt wird. Dann haben wir noch das Thema Qualifizierung und Kompetenzentwicklung. Hier ist es wichtig, auch ein regelmäßiges Angebot von Fort- und Weiterbildung anhand einer Kompetenzinventur, also steht jetzt in Anführungszeichen, damit ist einfach gemeint, dass man auch sich anguckt, was für ein Anforderungsprofil haben wir bei einer Stelle, also was muss man alles können und dann eben im Mitarbeitergespräch auch individuell mit dem Mitarbeiter zu gucken, wo sind denn noch Bedarfe, also dass es jetzt nicht für jeden das gleiche Weiterbildungsangebot ist, sondern eben wirklich an die vorhandenen Kompetenzen auch angepasst ist. Und hier gibt es auch drei Möglichkeiten der Fortbildung. Einmal so ein Mix aus interner und externer Weiterbildung. Interne Weiterbildung, das kann schon sein, dass einfach Mitarbeiter, die sich in einem bestimmten Bereich sehr gut auskennen, da mal eine kurze Sequenz bei Dienstbesprechungen einfließen lassen. Genau, externe Weiterbildung sind dann die klassischen Bildungsanbieter. Wir haben eben im Vorgespräch auch schon von altersgemischten Teams gehört. Das ist eben auch eine sehr gute Möglichkeit einfach für Fort- und Weiterbildung, weil eben jeder so seine Stärken hat. Die Jüngeren können das aus der Ausbildung, das ganz frische Wissen mit reinbringen. Die älteren Beschäftigten einfach ihr Erfahrungswissen. Genau, und wechselnde Tätigkeiten, dass man da einfach auch flexibel bleibt oder aber eben auch durch Wechsel eben auch die Anforderungen, auch die körperlichen Belastungen wechseln und eben nicht so einseitig sind. Und ein ganz wichtiger Aspekt ist auch die Qualifizierung für Vorgesetzte, dass Vorgesetzte auch ja, Kompetenzen haben, wie führe ich Mitarbeitergespräche, wie kann ich eben auf die Mitarbeiter auch eingehen und das berücksichtigen. Genau, dann haben wir noch Führung und Unternehmenskultur. Da ist auch ganz oben gesundheitsförderlich führen für Leitungskräfte. Also das ist eben auch ein wesentlicher Punkt. Und Mitarbeiter mit einbeziehen, also Verbesserungsvorschläge auch mit in den Arbeits- und Gesundheitsschutz mit einbeziehen, dann eben zu gucken, wie kann ich Teams gut zusammensetzen, wenn irgendwie es kriselt, auch Supervision mit dazu nehmen, gemeinsame Aktivitäten und genau die altersgerechten Maßnahmen auch für alle entwickeln und umsetzen und Wertschätzung als ganz wichtigen Punkt. Und dann haben wir noch den Arbeits- und Gesundheitsschutz. Genau, da habe ich Ihnen jetzt die Gefährdungsbeurteilung, den Zyklus der Gefährdungsbeurteilung als Bild mitgebracht. Das ist ja gesetzlich gefordert, dass man im Unternehmen eine Gefährdungsbeurteilung
durchführt, in der eben die Tätigkeiten analysiert werden auf ihre Gefährdung hin und dann eben Maßnahmen auch abgeleitet werden. Und bei dieser Analyse und Maßnahmenableitung ist es natürlich sinnvoll und gut, wenn man einfach da das Thema auch älter werden mit berücksichtigt, dass man eben guckt, sind jetzt eben für die älteren Beschäftigten, sind da alle Maßnahmen auch passend. Ist jetzt nicht so, dass wir Maßnahmen festlegen müssen für Ältere und Jüngere. Wenn, also wenn wir uns zum Beispiel das Thema Rücken angucken, dann ist natürlich, wenn man nicht mehr körperlich so belastbar ist, ein Lifter oder Hilfsmittel für rückengerechtes Arbeiten äußerst wichtig. Aber natürlich es sind die auch genauso wichtig für die jüngeren Mitarbeiter, dass sie einfach auch gut alt werden können im Beruf. Das heißt, da braucht man gar nicht so die Unterscheidung zwischen den verschiedenen Personengruppen, aber man soll es eben bei der Gefährdungsbeurteilung mitdenken und auch bei den BGM-Maßnahmen, also betriebliches Gesundheitsmanagement, dass man da eben auch nochmal guckt, haben wir da eben auch die Alterskohorten, ist das gut abgedeckt, die Angebote, die wir anbieten. Genau, da wäre ich schon am Ende. Die BGW bietet hier auch ausführlichere Unterstützung. Wir haben einmal die Demografieberatung. Wenn Sie jetzt sagen, Sie möchten sich mit dem Thema intensiv beschäftigen, möchten hier eine Beratung haben, dann haben wir einen kostenlosen Erstberatertag und dann bieten wir Beratertage. Also je nachdem, wie ausführlich Sie ein Projekt planen würden, da würde ein pro Beratertag 750 Euro anfallen. Und hier gibt es dann verschiedene Tools, die auch eingesetzt werden, wie so eine Altersstrukturanalyse oder Demografiecheck. Und es gibt noch einen Podcast, ein Leben lang in der Pflege, den man sich anhören kann. Die Inhalte jetzt vor dem Vortrag sind aus einer Broschüre, die leider Gottes nicht mehr verfügbar ist, weil die Nachfrage in der letzten Zeit so gering war und dann wurde die Broschüre nicht mehr überarbeitet und ist jetzt nicht mehr offiziell verfügbar. Ja. Okay, genau, dann danke ich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf den Austausch.